Ja, hallo Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Kingdoms of Amalur. So viel zur nächsten Folge, aber zu bis gleich. Daraus ist die nächste Folge geworden, aber erzähl mir doch etwas über das Lykaion Xeno. Es wurde zu Ehren der Mühen errichtet, die wir alle auf uns nehmen müssen, um Weisheit zu erlangen. Ah ja. Dieses Ringen verkörpern wir Tag für Tag. Doch jetzt, wo du sagst, gibt es auch Sinn. Und wie findest du Ydilla? Unsere Stadt ist die höchste Stadt Amalurs. Also ist sie auch die größte. Es ist kein Zufall, dass unsere Kultur und die Tugend hier zwischen den Wolken aufblüht. Ja, leb wohl. Solltet ihr verwundet werden, kann Heros euch helfen. Ja, das dachte ich mir schon. Hallöchen, Onesimus. Endlich. Die Berufene. Wo hast du den Speer auf einmal hergenommen? Was haltet ihr von unserer bescheidenen Akademie, Berufene? Kann ich euch vielleicht dafür gewinnen, mit einem meiner Schützlinge zu debattieren? Die Berufene von Ethene wäre doch gewiss eine würdige Lehrerin. Was meint ihr nochmal mit der Berufenen? Viele fragen sich, was ist die Berufene eigentlich? Ich auch. Eine direkte Verbindung zu den Göttern? Oder seid ihr nur ihre Gesandte? Ich weiß natürlich, was ihr seid. Die fleischgewordene Stärke der Götter. Ah ja, okay. Erzähl mir über Ydilla. Wenn diese Stadt zu etwas gut ist, dann um die Schwachen und Ungläubigen von den Starken zu trennen. Nicht alle halten sich an das Versprechen, das wir den Göttern gaben. Einige von uns haben die Stadt verlassen, um in der Wildnis zu leben, als wären sie Mairu, diese Narren. Mairu? Das waren wir, bevor die Götter beschlossen, uns zu erleuchten. Das Leben der Mairu war anders als hier. Die Mairu folgten nur niederen Trieben, Gemetzel, Eroberung und Macht. Sie waren längst nicht das erleuchtete Volk, dass die Kolossai heute sind. Ah ja, okay. Erzählt mir von euch. Ich bin der Meister des Lykaions. Ich lasse nichts unversucht, den Geist all jener zu erleuchten, die meine Akademie besuchen. Des Lykaions, sagtet ihr? Ich gebe zu, die Schule steckt in einer Krise. Nur in wenigen lodert das Feuer der Debatte. Die meisten von uns blasen lieber Trübsal. Schade. Was ist das hier nochmal? Es ist traurig, dass das Lykaion jemandem wie euch entgehen konnte. Unsere Akademie ist das Zentrum für Philosophie und Theologie hier in Ydilla. Würde es euch etwas ausmachen, mit uns zu debattieren? Es wäre uns eine Ehre. Ihr seid doch bewaffnet. Die Speere, meint ihr? Die sind für die Debatte. Ah ja, ja gut, vielleicht mache ich mit. Wunderbar. Angesichts der schweren Zeiten könnten unsere alten Traditionen eines Tages verloren gehen, wenn der Einfluss der Schule weiter schwindet. Euer Eingreifen wird gewiss neues Interesse für das Lykaion wecken. Aber nun lasst uns beginnen. In eurer ersten Debatte tretet ihr gegen Thais an, einen meiner besten Studenten. Okay. Studiert fleißig, Berufene. Ach, hierhin. Mach mal gleich. Thais, ich habe gehört, wir wollen debattieren. Seid gegrüßt, Berufene. Ich nehme an, Onesimus wünscht, dass ich diese Debatte führe. Nun gut. Ich bin hier, um zu debattieren. Ihr wirklich? Dann fange ich an. Ich meine, hier ist das Diskussionsthema. Ein Unwetter schleudert einen Jungen und einen erwachsenen Kolossai in einen Fluss. Was sage ich, einen Strom? Nur einer der beiden kann gerettet werden. Welcher der beiden sollte gerettet werden? Wozu einen Narren retten? Oh, was? Ich meine, interessant. Wozu das eigene Leben riskieren, um sie zu retten, wenn beide gleichermaßen Schwäche gezeigt haben? Das hatte ich nicht bedacht. Aber gut,
Lasst uns mit der Debatte beginnen. Bereiten wir uns vor. Ich bin vorbereitet. Seid bitte nachsichtig mit mir. Ich bin nachsichtig, keine Sorge. Nachsichtig genug? Ihr habt ihm gehörig die Leviten gelesen, Berufene. Was hat das zu bedeuten? Tja, so werden hier im Lykaion alle Debatten geführt. Erst kommen die Eröffnungsplädoyers, dann wird im Kampf der Sieger ermittelt. Ich bin nicht sicher, was ihr erwartet hattet. In diesem Sinne, werdet ihr anderen gestatten, euch herauszufordern? Ihr scheint mir recht geschickt zu sein. Ja, ich bin bereit für eine weitere Debatte. Redet mit Sistus. Er brennt darauf, mit euch zu debattieren. Alles klar. Was soll ich nochmal machen? Meine Studenten sagten mir, Sistus will euch herausfordern. Redet mit ihm. Er wird sich mit Freuden mit euch messen. Okay. Studiert fleißig, Berufene. Sistus ist der Kollege hier. Ich wechsle mal auf die Klingen. Hallo, Sistus. Darf ich euch nun herausfordern, Berufene? Ich brenne darauf, euch zu prüfen. Und mich selbst. Ich bin hier, um zu debattieren. Wie schön. Sagt mir, was ist in folgendem Szenario die vortrefflichste Demonstration von Stärke? Auf einer Reise durch eine riesige Wüste stoßt ihr und ein Gefährte auf einen Felsen. Einen schwindenden Felsen, der euren Freund zermalmt. Dieser sagt, geht, Berufene, selbst wenn ihr diesen Felsen von meinem zerschmetterten Leib heben könntet, wäre ich nur noch ein halber Kolossei. Was würdet ihr tun? Gnade zeigen und ihn zerschmettern? Ich würde den Felsen entfernen, ihm einen ehrenvollen Tod gewähren. So würde ein Kolossei mit der Situation umgehen. Euer Gefährte wäre nur noch ein Schatten seiner selbst, falls er überlebt. Es ist besser, ihn zurückzulassen. Aber was, wenn er nicht er selbst ist? Was, wenn ihm der Aufprall die Sinne geraubt hat? Wenn ihr ihn rettet, lebt er vielleicht lange genug, um seinen ersten Impuls zu bereuen. Aber genug geredet. Dringen wir zum Kern des Problems vor und debattieren wir. Ja. Macht euch bereit. Wenn Debatten nur immer so ablaufen würden. Wollen wir eure Behauptung auf die Probe stellen? Gewonnen. Ich habe einfach die besseren Argumente. Es ist einfach so. Hallöchen, Onesimus. Sistus ist besiegt. Eine absolut prickelnde Debatte, Berufene. Sistus hatte keine Chance. Nicht wirklich. Seid ihr bereit für die nächste Runde? Falls ja, sprecht mit meinem Schüler Xeno. Er will euch herausfordern. Ich bin bereit für eine Debatte. Redet mit Xeno. Er möchte seinen Intellekt mit dem euren messen. Was soll ich nochmal machen? Mein Schüler Xeno möchte euch sprechen. Er würde gerne mit euch debattieren. Ah ja, okay, na dann. Studiert fleißig, Berufene. Jede Zeit. Hallo Xeno. Ihr seid die Berufene? Ich möchte euch herausfordern. Sistus und Theis sind würdige Gegner. Dass ihr sie geschlagen habt, ist wirklich beeindruckend. Zumal ihr so klein seid. Ja, danke schön. Ich bin hier, um zu debattieren. Ihr seid einer der besten Debattierer, die ich kenne, Berufene. Ich hoffe, ich habe eine würdige Herausforderung für euch. Meine Frage an euch ist simpel. Was macht einen Krieg kämpfenswert? Eine gerechte Sache, eine gesunde Einstellung, eine minimale Aussicht auf Erfolg, eine gerechte Sache. Eine gute Antwort, wenn auch ein wenig subjektiv. Ich glaube fest daran, dass einen Krieg nichts kämpfenswerter macht als ein würdiger Gegner. Jemand wie euch. Bereitet euch auf die Debatte vor. Macht euch bereit. Ja, ich bin schon bereit. Macht euch keine Sorgen um mich.
Ach, ein Faustkämpfer Lasst auch noch. Lasst uns unsere Stadt vertreten. Ups. Das war wohl Xeno. Onesimos, habt ihr auch ein paar bessere Schüler? Xenos Argument war ein sinnleeres Geschwafel verglichen mit eurer wohldurchdachten These. Richtig. Finny, eine ältere Schülerin, will mit euch debattieren. Ich bin bereit. Redet mit Finny. Sie ist meine älteste Schülerin, sehr mächtig und weise. Eine echte Herausforderung für euch. Was soll ich nochmal, also jetzt so genau? Sprecht mit Finny. Sie brennt darauf, ihre Logik mit der euren zu messen. Na gut. Studiert fleißig, Berufene. Finny. Ich habe hier ein Angebot, was ihr nicht ablehnen könnt. Ihr seid die Berufene. Ist richtig. Ihr habt viele von Meister Onesimos Studenten besiegt, Berufene. Ich bin seine älteste und mächtigste Schülerin. Macht euch bereit, euch der talentiertesten Studentin des Meisters zu stellen. Ich bin hier, um zu debattieren. Ausgezeichnet. Ihr habt euch bis jetzt gut geschlagen. Aber ich habe noch eine Frage für euch. Geht Macht vor Recht? Recht geht vor Macht, absolut. Macht hat nichts mit Moral zu tun. Das ist ein interessanter Punkt. Aber ihr widerspricht sämtlichen Werten der Kolossei. Unsere Kultur basiert auf dem Glauben, dass die Götter all jenen Stärke schenken, die tugendhaft genug sind, sie zu benutzen. Lasst uns über diese Frage debattieren. Meine Tugend wird beweisen, dass ihr euch irrt. Das glaubt ihr doch wohl selber nicht. Ich bin doch bereit. Ah! Toll, ist echt super, wenn man im Kampf unterbrochen wird. Liebe ich. Hier kommt das Ergebnis meiner Studien. Das Ergebnis eurer Studien. Ah ja? Es ist das, was nicht besonders stichhaltig ist, wahrscheinlich. So, Meister. Alle eure Schüler sind besiegt. Berufene, willkommen zurück. Haben euch die Debatten gefallen? Die waren super. Ich habe übrigens alle eure Schüler besiegt. Jawohl. Ihr habt alle meine Studenten besiegt, Berufene. Das Problem, vor das ich euch jetzt stelle, kam mir angesichts eurer überwältigenden Stärke in den Sinn. Kann jemand, der wie ihr über absolute Macht verfügt, mutig sein? Und steht der Sieg für einen Krieger von vornherein fest, kann man ihn dann dennoch tapfer nennen? Ihr scheint neidisch auf mich zu sein. Welcher Kolossai in dieser Stadt tut das nicht? Ihr seid die Berufene und eure Macht ist unermesslich. Stellt euch vor, ich besiege euch vor all meinen Anhängern in einer Debatte. Die Akademie wäre für alle Zeiten berühmt. Macht euch bereit. Ich bin bereit. Ich werde eure Gegenargumente genießen. Eure Verdienste werden euch Aua. Nicht retten. Ach ja, tun sie nicht? Schade. So, Onesimos, ich habe soeben auch euch besiegt. Ich bin euch auf ewig dankbar, dass ihr unseren Debatten beigewohnt habt. Hier, nehmt dies als Zeichen meiner Anerkennung. Dank eurer prickelnden Vorlesungen steht unsere Schule gewiss bald im Zentrum des Interesses. Es sind schon jetzt weit mehr Zuschauer im Lykaion als in den letzten Jahren. Eure Gedanken schützen euch im Kampf. Möge dieser Talisman euch ebenso schützen. Ja, Talisman, vielen Dank. Was wird jetzt aus dem Lykaion? Meine Studenten und ich haben noch nie so viele Leute im Lykaion gesehen. Ihr habt uns wirklich geholfen. Das klingt doch gut. Lebt wohl. Studiert fleißig, Berufene. Ich studiere immer fleißig, Onesimos. Quest gemeistert, harte Schule des Lebens.
Und somit haben wir auch debattiert. Was gibt's hier eigentlich? Ihr seid die Berufene. Ach, die Kanalisation. Wollt ihr an einer Debatte teilnehmen? Nee, eigentlich nicht, weil ich habe ja gerade schon an Debatten teilgenommen. Gut, was haben wir denn hier sonst noch so? Sekandra folgen zur Helmgard. Ja, natürlich. Da bin ich sofort drauf gekommen, dass ich das jetzt machen muss. Wen haben wir denn hier noch alles? Sicher nur eine Wache. Nee. Ihr müsst die Berufene sein. Hallo Basilei. Dieser Weg führt zum Allerheiligsten des Primus und zum großen Wandgemälde. Allerheiligste? Das Allerheiligste des Primus befindet sich jenseits dieser Treppe. Betretet es mit dem nötigen Respekt, oder ihr werdet die ganze Härte unserer Gesetze spüren. Wer seid ihr denn eigentlich? Ich diene Sekandra, und das schon seit Jahren. Ich erfülle ihr jeden Wunsch. Erzählt mir über die Kolossei. Die Götter haben mein Volk von seiner Wildheit befreit. Ich frage mich nur, wie schnell uns diese Gnade wieder genommen wird. Was ist eigentlich dieses Kolossalgesetz? In Idylla gibt es kein Gefängnis. Wir stellen Kriminelle mit unseren Speeren vor Gericht. So sind die Schuldigen rasch gefunden. Ja, aber es ist wahrscheinlich sehr unsicher. Erzählt mir von Sekandra. Sie ist schnell, mächtig und entschlossen. Sie ist ihres Titels würdig. Titel können wir nicht fragen. Was ist das Wandgemälde? Das Wandgemälde erinnert uns daran, warum wir hier sind, über den niederen Rassen. Dank der Gnade Ethenes und der Götter. Und jetzt erzählt mir bitte noch ein wenig über Idylla. Die Stadt, die uns umgibt, ist ein Meisterwerk. Aber was ihr seht, ist weit weniger als ursprünglich geplant. Unsere Katakomben wurden in das Land unter uns gegraben. Nerotelos, Nyxaros. Auch sie gehörten einst zu Idylla. Dann lebt wohl. Alles Gute auf euren Reisen. Gleichfalls. Hm? Hallo, Eraste. Hm? Nun, ihr seid recht klein, oder nicht? Ich sollte aufpassen, wo ich hintrete. Das war nur ein Scherz. Alles Gute, Berufene. Ich würde euch ja gerne helfen, aber ich erwarte den Primus. Erzählt mir von euch. Mag sein, dass andere mit ihrem Schicksal hadern, aber ich kann nicht klagen. Meine Familie hat den Großteil unseres Vermögens hierher mitgebracht. Gäbe es mich nicht, wären hier einige Dinge schwer zu bekommen. Ich halte die Geschäfte am Laufen, um mir meinen Sinn für Humor leisten zu können. Erzählt mir vom Primus. Er ist mächtig, wie es sich für den Primus gehört. Allerdings lässt er sich mehr von seinem Glauben leiten, als von den Bedürfnissen seines Volkes. Ich möchte gerade in Zeiten wie diesen nicht mit ihm tauschen. Trotzdem komme ich mir ein bisschen ignoriert vor. Und jetzt über Idylla. Wir sind die mächtigste Stadt der Welt. Schon allein wegen unserer Größe. Oder gibt es irgendwo in Amalur höhere Gebäude? Sicher nicht. Na, wenn man vom Grund, auf dem es steht, bis zur Spitze misst, dann wahrscheinlich ja. Falls ihr nach unten reist, passt auf, wo ihr hintretet. Ich passe immer auf. Hey, Sekandra. Ihr müsst die Berufene sein. Ich bin die Berufene, da habt ihr recht. Wache von Idylla. Wache von Idylla. Hier ist noch eine Bandruhe. Sehr schwer. Oh, ob wir das so schaffen? Das war super. Yay, Fluch der Nichtskunst. Ich freue mich sehr. So, Sekandra. Hinter diesen Treppen liegt das Allerheiligste des Primus, des Anführers des Volkes der Kolossai, in den Szenen von Naros. Ich muss euch warnen. Anokhartos hat diese Räume seit Jahren nicht mehr verlassen. Er hat geschworen, so lange zu beten, bis die Götter ihm antworten. Und sein Volk hat deswegen gelitten. Aber ich glaube, seine Antwort ist nun endlich eingetroffen. Sprecht mit ihm, Berufene. Sein Volk braucht ihn. Habt ihr einen Rat bezüglich Anokhartos? Ich bezweifle, dass er nach all den Jahren in seinem Allerheiligsten noch der Primus ist, den ich einst kannte. Und obwohl die Abwesenheit der Götter an uns allen zehrt, leidet doch niemand mehr als er. Er wird euch vermutlich für die Antwort auf seine Gebete halten. Dann... Lebt wohl!
Ich würde sagen, dann wollen wir nachsehen, aber das will ich eigentlich noch gar nicht. Berufene, kann ich irgendetwas für euch tun? Ja, ihr könnt euch mit mir unterhalten. Ich bin die Hofmeisterin des Primos persönlich. Ich unterstütze Anokatos in seinem Amt und bei der Leitung der Stadt. Auch wenn er mir nur selten sonderlich viel zu tun gibt. Mir ist bewusst, dass ihr nicht aus unseren Landen stammt. Solltet ihr also Fragen über mein Volk oder Idylla haben, werde ich sie euch mit Freuden beantworten. Wer ist dieser Anokatos eigentlich? Der Primus ist so sehr mit seinen eigenen Angelegenheiten beschäftigt, dass ich mir häufig wünsche, ich hätte noch weitere Aufgaben. Anokatos ist wirklich äußerst verschlossen. Vor allem verglichen mit seinem Vorgänger, der bei der Hyperion-Tragödie ums Leben kam. Und dennoch ist er derjenige, der uns Kolossai darauf hoffen lässt, dass wir unsere Ziele erreichen können. Dann erzählt mir doch mal von den Titanen. Welch seltsame Frage. Sie sind Götter. Es ist doch allgemein bekannt, dass sie die Schöpfer der Kolossai sind. Die Schöpfer dieser Welt und aller Dinge, die sich darin befinden. Eine der ihren ist die große Athene. Und sie hat uns dazu auserwählt, das Erbe der Titanen anzutreten, nun, da sie sich über diese Welt erhoben haben. Ja gut, aber Titanen und Götter sind nicht dasselbe, das habe ich schon mal gesagt. Was ist denn mit Idylla? Sie ist die prachtvollste Stadt, die je erbaut wurde. Um unseren Glauben auf die Probe zu stellen, verlangten die Götter von uns, dass wir sie selbst errichten. Wie ihr sehen konntet, schwebt die Stadt über dem Boden. Doch sie ist noch nicht vollendet. Und wer weiß, ob sie es jemals sein wird. Dann erzähl mir von den Kolossai. Die gewaltigsten unter uns sind beinahe Götter. Und hätten uns die Götter dies nicht offenbart, wären wir vielleicht nie zu denjenigen geworden, die wir heute sind. Dann lebt wohl. Seid auf euren Reisen vorsichtig. Sind wir immer... Ihr werdet feststellen, dass in Idylla einzigartige Gefahren lauern. Ja, einzigartige Gefahren wie zum Beispiel Debatten. Die sind sehr gefährlich. Ihr müsst die Berufene sein. Ja, da habt ihr recht. Ich weiß zwar nicht, warum ich das sein muss, aber... Die Götter sind gut zu uns. Aber richtig ist es deswegen trotzdem. Markt von Idylla. Jetzt meine Frage, wie viel Geld habe ich? Ich kann eure Ausrüstung reparieren. Okay, das ist Sphäno, mit ihr will ich erstmal noch nicht reden. Ich mache erstmal diese Truhe hier auf. So, was haben wir hier? Auge von Lupoku. Ja, gut, könnte man halt verkaufen, aber... Sonderlich wichtig scheint es nicht zu sein. Kann ich euch für eine Rüstung begeistern? Ah, Agathe, möglich wär's. Ich möchte erstmal hier reingucken. Ein ursprüngliches Langschwert. Schriftrollenregal. Das ist schon wieder die Geschichte der Kolossai, ne? Die kennen wir ja. Ja. Kann ich mich einfach hinterstellen und ihr ignoriert mich dann? Ja, das funktioniert auch noch. Ich freue mich. So, sehr schön. Das Schwert nehmen wir natürlich gerne mit. Felio. Und was ist... Einen besseren Gemmenschleifer gibt es nicht. Das kann ich mir vorstellen. Was haben wir hier drin? Schon wieder die Geschichte der Kolossai 1. Wie viel haben die denn davon? Hallo, Neophytos. Willkommen, Berufene. Ich bin ein Meister der Gemmenschleiferei, falls ihr Bedarf habt. Dann erzählt mir von euch. Die Kolossai sind nicht gerade für ihre Detailverliebtheit bekannt. Man übersieht einiges, wenn man so erhaben ist. Oh. Aber die Facetten und Fähigkeiten meiner Gemmen bergen so viel Bedeutung und Macht. Wie könnte ich sie ignorieren? Gute Frage. Und ihr seid also bewandert in der Kunst des Gemmenschleifens? Wie sagen die Gemmenschleifer so schön? Selbst das kleinste Juwel kann aus einem gewöhnlichen Schwert eine tödliche Waffe machen. Ja, aber Schwerter sind allgemein tödliche Waffen. Erzählt mir von Idylla. Diese Stadt ist ein Versprechen von uns an die Götter.
Aber sie ist auch ein Versprechen von uns an die Völker Amalurs. Mein Volk wird angesichts der Erhabenheit dieser Stadt wachsen. Und mit dem Reich, das kommen wird, tragen wir das Licht der Götter in die Welt. Na, dann lebt wohl. Gut, da haben wir noch eine... Ich führe nur Spitzenzauber bei meiner Ehre. Eine Bandruhe. Das könnte jetzt sich als noch schwieriger erweisen. Ja, weil wir jetzt schon den Fluch der Nichtskunst hatten. Sieht hier uns hier jemand? Nein, sehr gut. Ja, Fluch der Nichtskunst ist halt nicht ganz so gut. Ah ja, falsche Taste. Hier Status, Effekte, Fluch der Nichtskunst. Minus 3 auf alle Fähigkeiten. Ist nicht ganz so toll, finde ich persönlich. Gut. Ja. Kelorens Bote. War was? Nee, oder? Hallöchen, Zosime. Ich bin sicher, ihr findet in meinem Angebot etwas, das euch zusagt, Berufene. Ja, mal schauen. Ja, ich glaube eher weniger. Ach, das gibt mir der Waffenhändlerin. Aspis macht was? Ach ja, das war das. Ethenes Träne war das. Die will ich mir ehrlich gesagt aufheben. Ich bin hier, falls ihr Ich bin sicher, ihr findet in meinem Angebot etwas, das euch zusagt, Berufene. Wer seid ihr denn? Obwohl die Magie für mein Volk neu ist, kann ich feine Artefakte herstellen und das mit Stolz. Einige von uns vertrauen weiter auf ihre Speere. Aber selbst unsere größten Krieger wissen die Magie zu schätzen. Ist der Primus auch ein großer Krieger? Ich beneide ihn nicht. Er muss uns nach dem schrecklichen Missgeschick seines Vorgängers führen. Wenn er sein Ziel erreicht, wird er unserem Volk aber großen Ruhm bescheren. Was ist diese Magie? Unsere Vorfahren, die Mairo, hatten kein magisches Geschick. Ihr seht, wie weit wir es gebracht haben. Dank unserer arkanen Fertigkeiten schwebt eine ganze Stadt zwischen den Wolken. Allerdings muss Talent durch Demut ausgeglichen werden. So hat es uns der Primus gelehrt. Na, dann wird's wohl stimmen. Ich bin hier, falls ihr etwas braucht. Ich geh weg, falls ihr etwas braucht. Gut. Kriegen wir das Ding auch noch? Oder interessiert sich da jemand für? Komm, du interessierst dich doch gar nicht dafür. Das ist doch eine vollkommen unwichtige Truhe. Wusste ich doch. So eine unwichtige Truhe habe ich schon lange nicht mehr gesehen. So, das Auge nehme ich mit. Hallöchen, Platon. Willkommen auf dem Markt von Idylla, Berufene. Kann ich euer Interesse für eine frisch geschärfte Waffe wecken? Das könnte sogar wirklich passieren.